Das ist Großblock 3. Dann sieht man dort, wo eben die Außenhautfarbe eine Unterbrechung hat, den Stoß von Großblock 3 zu Großblock 2. Und den hat man jetzt auch schon so ausgerichtet, dass die beiden Blöcke da verheiratet werden können. Und Großblock 2 und 3 müssen zuerst miteinander verschweißt werden, weil wenn die Großmotoren dort über die Seite in Großblock 3 eingebracht werden, muss die Stabilität gewährleistet sein. Und deswegen erst verschweißen, dann die Großmotoren rein. Und dann, wie man vorne sieht, wird der komplette an den ersten dran. Und dann haben wir das Vorschiff soweit fertig.